Kleiner Zweikampf, aber wir haben keine Items dabei. Naja, sollten wir trotzdem packen. Ja, ein Gottesschild hat er auch noch. Okay, das sollte gehen. Ja, war ja nicht so schwer. Ich habe Korgal im Zweikampf besiegt. Ich habe die Prüfung des Blutes bestanden. Ich herrsche nun über den Stormmole-Clan und ich führe euch alle in den Krieg. Ihr Oger, bewaffnet euch und zieht zum Ort Kriegshäuptling in die Ebenen. Blut und Ruhm für den Stormwall-Clan. Oh, ein Artefakt. Ich habe einen echten Gruß, man sagt nicht. Das würde ich mir gern mal näher ansehen. Mit Vergnügen. Okay. Ja, das Ding ist richtig nett. Darfst du gleich behalten, Kern. Damit du auch ein bisschen Schaden machen kannst. So. Oh, da sind ein paar Viecher respawned. Was liegt vor mir? Unsere Wege kreuzen. Da hinten habe ich das letzte Mal nicht geschaut, was da noch ist. Nur ein weiterer Mörder, alles klar. Eine Mana-Rune, okay, brauchen wir jetzt nicht. Unsere Helden sind eh ziemlich voll. Dann gehen wir mal wieder zurück auf die Hauptkarte und schauen, was uns da jetzt mal erwartet. Meine Beute naht. Ich denke mal, dass wir zu Volchen zurück müssen. Ja. Gehen wir mal zu Volchen zurück. Die Karte hier haben wir jetzt auch bald erkundet. Na gut, es ist noch ein Großteil schwarz hier, so das ganze Eck und da oben der ganze Streifen hier fehlt noch. Na dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr seid zäher, als ich dachte, Rexor. Die Oger werden eine große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt.
Wir haben eben erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Generalstab im zentralen Becken positioniert haben. Die Tauren und Oger, die ihr gesammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Meldet euch bei Sral in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen Admiral Proudmoors Streitmacht könnte jeden Moment beginnen. Ach, ich glaube, jetzt kommt das. Ja, gut. Ja, jetzt müssen wir da runter. Und schauen wir mal, was da unten ist. Gezeitenwutbucht. Toller Name. Ah, Frolly Honey. Wie geht's denn so? Was hast du denn gemacht in letzter Zeit? Abermals habt ihr der Horde einen großen Dienst erwiesen, Rexar. Ich stehe in eurer Schuld. Ich bräuchte noch eines, ehe das Schicksal seinen Lauf nimmt, wenn ihr so gut wäret. Wir haben eine neue Standarte für Durotar anfertigen lassen. Ein mächtiges Banner mit dem Symbol der Horde. Ich möchte einen schamanischen Segen darüber sprechen, brauche aber noch einige Dinge, um den Zauber zu vollenden. Würdet ihr sie für mich holen? Gewiss, Sral. Es wäre mir eine Ehre. Okay, sehen wir hier schon auf der Karte, wo wir das Zeug überall herkriegen. Ja, da dürfen wir ja schön rumreißen hier jetzt. Sind auf der ganzen Karte verteilt. Jetzt macht das Ganze auch gut Schaden. Okay, das war das hier. Irgendwo da oben war das nächste, glaube ich. Huch. Hinten müssen wir hin. Schauen wir mal, was da hinten noch auf uns wartet. Ich glaube zwar, dass wir da schon waren. So. Ich denke mal, ja, da waren wir sogar schon, bevor wir da hin mussten. Dass ich vorhin den Tempel gesucht habe und da versehentlich raufgelaufen bin. Bronzedrachenschuppe brauchen wir dann noch. Sieht aus, als dürften wir gleich wieder gegen Drachen kämpfen. Rexar geht schon alleine vor. Ja gut, soll er doch. Die anderen holen ihn wahrscheinlich eh gleich ein, weil die haben die Ausdauer-Aura bei sich. Hier noch nicht mal Gegenwehr. Okay. Ich wandere allein. Straße Drachen.
macht die Brut Nostormus eigentlich hier im Brachland? Mit Fangzähnen und Klauen. Natürlich ist er immun gegen Magie. Und dann... Was hier hinten ist Gold. Unsere Wege kreuzen sich. So. Oh, da habe ich auch was übersehen. Okay. Hört sich interessant an. Nochmal kurz die Läden hier durchschauen, ob es da noch irgendwas Interessantes gibt. Aber hier scheint es nichts wirklich zu geben, was mich interessieren würde. Jagt sie raus. Ach, da ist... Was ist denn hier noch? Wollen wir da auch rein? Ach komm, dann gehen wir rein. Wenn wir das jetzt schon finden, grab mal der Urtume. Obwohl sich der Staub von Jahrhunderten auf diesen Unterschlupf gesenkt hat, patrouillieren immer noch herrenlose Golems in seinen Hallen und verteidigen die längst verlassenen Korridore sowie die alten Artefakte der Macht. Artefakte der Macht hört sich toll an. In der Rolle des Schutzes. Warum nicht? Bisschen mehr Rüstung für den Kampf schadet nicht. Naja, Magie immun. Foliant der Beweglichkeit. Brokern für dich. Schauen wir mal, was wir hier drin alles finden. Scheint jedenfalls nicht allzu groß zu sein hier drin. Level 12, zweiter Ultimate, sehr schön. Barrels. Wer von euch hat jetzt weniger Leben? Immer noch du. So. Das da oben sieht interessant aus. Was ist hier? Salamander Lord und Salamander. Na, komm, fass. Ah. War nicht mehr was drin hier. Hm. Schade, gab nix. Immer weiter. Da oben ist ein Brunnen der Gesundheit. Immer diese Golems.